und er verkündete das Evangelium Gottes. Was für uns so einen selbstverständlichen Klang hat, ist etwas Unglaubliches in der damaligen Zeit. Dass die Evangelisten wie hier, der Evangelist Markus, dieses Wort besetzt und nutzt, ist wirklich eine politische Aktion. Mit dem Wort Evangelium ist es wie mit vielen anderen Worten, die die frühen Christen übernommen haben. Sie haben sie vorgefunden. Evangelium ist ein festgeprägter Begriff. Und wir tun gar nicht gut daran, das immer so zu übersetzen. Am Schluss noch mit gute Nachricht oder so etwas. Das ist geradezu ein etwas unterernährtes Stiefkind dieses Begriffes. Evangelium, jeder in der damaligen Zeit weiß, was das ist. Das ist nichts Frommes. Es ist die Botschaft, die vom Kaiser kommt. Jedes Wort, das vom Kaiser an die Menschen ausgerichtet wird, ist Evangelium. Es hat gut zu sein. Das ist die politische Absicht. Und das waren nicht immer schöne Botschaften. Wenn wir eine kleine Umfrage machten bei den Menschen damals in Palästina, was sie davon halten, was sie von Augustus oder von Tiberius hörten, na, da werden wir uns einiges anhören müssen an Beschwerden und Klagen. Trotzdem, weil es vom Kaiser kommt, ist es Evangelium. Und nun geht der Evangelist hin und fasst all das zusammen, was Jesus tut, seine ganze Verkündigung in diesem Wort Evangelium nicht des Kaisers, sondern Evangelium Gottes. Wenn wir dieses Wort hören, müsste es uns eigentlich jedes Mal elektrisieren. Weil wenn wir dieses Wort hören, werden uns die Absichten Gottes kundgetan. Es ist nicht einfach eine Information, die gegeben wird, sondern eine, wie man heute sprachwissenschaftlich sagt, eine Performation. Nicht informative Rede, die über irgendetwas berichtet, sondern die etwas verändert. Deshalb ist es so wichtig, wenn wir Haltung annehmen bei diesem Wort, wenn wir uns öffnen bei diesem Wort, weil es uns verändern will, weil es uns in die Gegenwart Gottes stellt und weil wir, wenn wir es abgleichen, wir tun das ja am Beginn der Messe, zumindest in einer kurzen Weise, im Bußakt so oft merken, dass wir an diesem Wort vielleicht vorbeileben oder manchmal sogar gegen dieses Wort leben. Evangelium Gottes. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Glaubt, dass es euch verändert. Ich fand es interessant, dass jetzt nach dem großen Treffen in Augsburg im Gebetshaus, an dem über 7000 Menschen teilgenommen haben, Johannes Hartl, der Leiter, gesagt hat, man merkt die Aktualität des Evangeliums, wenn man es denn wirklich ernst nimmt. Wenn man über das Evangelium spricht, nicht über dies und jenes und über diese kirchenpolitische Neuigkeit und über das und jenes, sondern wirklich über das Evangelium. Und das muss unser Anliegen sein, dass wir nicht diese und jene Gestalt haben, dass wir nicht diese und jene Frage stellen, sondern nach dem Evangelium fragen. Eine Sehnsucht nach dem Evangelium Gottes haben und genau das leben. Denn wenn wir uns in das Licht dieses Wortes stellen, ergeht es uns wie den ersten Jüngern. Sie hören es und sie folgen.